So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Wir schauen uns heute Mina the Hollower an. Und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Das ist das allerneueste Spiel von den Leuten, die Shovel Knight gemacht haben. Shovel Knight habe ich ja zweimal Let's Played. Einmal alleine und einmal gemeinsam mit Modado. Und die haben jetzt einen Kickstarter für das Spiel herausgebracht, der innerhalb von 12 Stunden, glaube ich, schon auch seine Goals erreicht hat. Ich habe das Spiel da auch unterstützt, instant, als ich es gesehen habe, weil es sieht so cool aus. Es sieht so cool aus. Ich bin so gespannt, das jetzt einfach gleich ein bisschen spielen zu können. Und das hier ist eine Demo von dem Spiel. Das ist noch nicht das volle Spiel. Die wurde mir von Yacht Club Games zur Verfügung gestellt. Und ich drücke mal Start, dass mal Musik läuft oder so. Oh, wir kommen direkt ins Spiel. Okay, bevor ihr verwirrt seid. Also, das Spiel ist, wie ihr seht, pixelig, aber Shovel Knight war es ja genauso. Und dieses Spiel hier basiert, so gesehen, auf den Gameboy-Zelda-Teilen, gemischt mit Castlevania. Aber auch noch einem eigenen Twist vom Gameplay her. Und das ist ultra cool. Diese Gameboy-Zelda-Spiele habe ich als Kind echt sehr gerne gespielt. Besonders so von den Farben und so, besonders so an Oracle of Seasons oder Ages. Die beiden Teile waren halt auch super cool. Und ja, hier sind diese kleine Maus hier, die rumlaufen kann. Und wir haben, deswegen habe ich Castlevania gesagt, wir haben so eine kleine Morgensternpeitsche. Und das ist super cool. Wir können lustig hüpfen. Auch von Anfang an hüpfen ist halt auch nice. Und es gibt noch eine Taste, die sollte uns, ich weiß gar nicht, ob wir das schon können. Das finden wir raus. Ja, auf jeden Fall ist der Kickstarter dafür gerade live. Also falls ihr das Spiel seht und supporten wollt oder euch einfach direkt eine Version sichern wollt, Link dazu ist in der Beschreibung. Könnt ihr reingucken, könnt das Spiel unterstützen. Ich freue mich ultra auf die Vollversion, die wird auf jeden Fall auch Let's Played. Und ja, ich freue mich, dass ich euch so ein bisschen die Demo zeigen kann, dass ihr so ein bisschen was vom Spiel seht. Dass ich ein bisschen was vom Spiel sehe. Ich habe bisher nur den Trailer gesehen und der wirkte halt schon so flashy. Und ich liebe es, dass sie sich einfach irgendwelche Retro-Spiele raussuchen, an denen sie sich orientieren und darauf basierend neue, coole Ideen machen. Ich meine, Shovel Knight war ja so ein bisschen an DuckTales auch orientiert. Von wegen diesem Pogo-Sprüngen mit dem Stock und so. Das hat man ja da mit der Schaufel gemacht. Und hier ist mal einfach eine kleine Maus, die bestimmt gleich eine gute Ability kriegt. Und scheinbar sammeln wir Knochen, glaube ich. Ich glaube, Knochen ist die Währung, mit der man dann so auflevelt oder sowas. Da finden wir erstmal heraus, was hier ab. Kann ich da runterhüpfen? Ja. Ah ja. Dass ich hüpfen kann, ist cool. Oh, ich bin so gespannt, was es dann alles später gibt. Man hat auch schon richtig viele Abilities gesehen und so. Also ich empfehle euch auch einfach ansonsten kurz mal den Trailer anzugucken. Aber ihr könnt natürlich auch einfach hier zugucken und mit mir herausfinden, was abgeht. Ich denke mal, das unten in der Mitte ist meine Lebensleiste. Ah ja, guck mal, und ein Gegner zu besiegen hat 10 Knochen gebracht. Oh, es gibt wieder zerstörbare Wände. Das ist natürlich cool. Und das ist eine kleine Fledermaus, die den Schlüssel hält. Dankeschön. Oh, ich bin so überrascht, dass man es überhaupt schon spielen kann. Also die Demo ist nicht öffentlich. Ich habe extra direkt bei Yacht Club Games selber angefragt, als ich gesehen habe, dass so ein paar Newsseiten die Demo hochgeladen haben. Oder beziehungsweise so ein bisschen Gameplay davon gezeigt haben. Und da habe ich halt direkt eine Anfrage geschickt, ob ich auch dazu ein Video machen darf. Weil, ja, der Trailer hat mich halt von der ersten Sekunde überzeugt. Und ich bin sehr stark verwirrt, was hier meine Aufgabe gerade ist. Und ihr wisst ja, was sie alles aus Shovel Knight rausgeholt haben. Es gab ja ein Grundspiel und dann gab es noch drei so Sequels so gesehen, wo man die anderen Ritter von gespielt hat. Also ich liebe dieses Entwicklerstudio einfach. So, jetzt würde ich echt gerne herausfinden, was ich hier falsch mache. Oh, wir haben uns eingebuddelt. Wie habe ich das gemacht? Ah, wenn man springen gedrückt hält. Genau, das ist nämlich die Main-Mechanik. Ich habe mich schon gefragt, ob man das von Anfang an kann oder lernt. Ah. Ja, man kann sich im Boden einbuddeln und dann so schneller bewegen, Sachen ausgraben und es auch natürlich zum Kämpfen und Ausweichen benutzen. Genau. Ah. Und man muss sich zum Beispiel auch unter Felsen drunter graben, um die aufzuheben. Ah. Ja, cool, dass es hier ist. Und hier komme ich auch zum Beispiel nicht durch, aber kann ich mich bestimmt unten durchgraben. Oh, das ist cool. Und es gibt auch so ganz viele Upgrades fürs Graben. Das hat man schon im Trailer gesehen, dass dann so Explosionen kommen und so, wenn du aus dem Boden rauskommst. Dass es ein Heilungssystem gibt, finde ich cool. Und guck mal, hier hat man auch extra so gesehen, dass man unten durch kann. Die Wand da links sieht es sehr anfällig für Schläge aus. Jawohl. Und das ist so ein Knochenstein. Small Bone Stone Dust. 100 Stück. Okay. Kann man bestimmt irgendwelche Upgrades mitkaufen. Oh.
Den hauen wir weg. Wie cool ist das denn? Das ist einfach wie so ein... Oh, ich liebe alles daran. Dieser ganze Stil und so. Super cool. Das ist ein nerviger Vogel. Ich nenne ihn einfach schon nervig. Ich weiß noch nicht mal, was er macht. Ah. Au. Nervig. Bestätigt. Ah. Springen und Eingraben. Oh, das spielt sich gut. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich in die erste Stadt dann. Wo sind wir? Ist auch wieder Jake Kaufmann, der die Musik macht. Auch wieder super gut. Also, Musik sollte euch sofort auch an Shovel Knight erinnern. Einfach noch mehr Banger dafür bekommen. Alles okay? Ach, du bist nett! Hast du das Versteck unter dem X gesehen? Vielleicht gehört es zu Ihnen, Miss? Mein Name ist Mina und das ist das Hollower Underlab. Oh ja, ich erinnere mich. Du kannst hier einfach springen und dann den Sprungknopf gedrückt halten, um unterzutauchen. Praktisch, nicht? Ja, genau. Das hätte ich ein paar Räume früher gebraucht. Ja, aber das ist auch so dieses Vampir-Victorian-Theme hat als Spiel, ist halt auch cool, weil es ja nicht so ein Setting ist, was man in Zelda eigentlich hat. Das ist halt auch cool. Gibt bestimmt auch Werwölfe und sowas. Und das ist eine Krähe, hallo. Die natürlich auch Corbin heißt. Wenn dich ein Feind besiegt, dann nehmen sie dir deinen Spark. Bekämpfe sie, um es zurückzubekommen. Weil wenn du ohne Spark stirbst, dann verlierst du all deine hart verdienten Knochen. Ah, also so ein bisschen Dark Souls Mechanics auch. Nehme ich. Kiste? Hallo? Diese Waffenkiste ist für jetzt gesperrt. Okay. Oder vorerst. Hier haben wir eine Bank. Ja, okay, zahlen wir mal 100 Dinge ein. Ach, hier kann ich meinen Knochendust in Geld umwandeln wahrscheinlich. Wie es einfach durch den ganzen Raum bounced. Wie gut die Musik ist. Oh, so cool. Neben mir ist die Anhängerkiste. Das ist ein Hundi, ne? Ja. Du kannst dort deine gefundenen Anhänger ausrüsten. Okay, hallo? Ah, wir haben da 4 Stück. Ah, und wir haben oben rechts 2 Slots. Erhöht Seitarmschaden, erhöht Eingrabezeit und ein extra Spark-Slot. Okay. Dann machen wir Verteidigung hoch. Verteidigung und länger eingraben. Oh ja, ist schon ein bisschen länger. Ihr seht ja, dass ich da so blinke und automatisch wieder hochkomme. Kann nicht unendlich eingebuddelt sein. Aber wie viel Zeug im Boden und so dann versteckt sein kann, ne? Ah ja, und wenn ich mich da eingrabe, werde ich wieder hochgepusht. Sehr cool. Ach, das ist ein Seitearm. Ah, yo, das ist halt auch echt wie Castlevania. Das ist cool. Oh mein Gott, das volle Spiel wird sowas von gegönnt. Da hinten in der Ecke hat es, glaube ich, gerade geblitzt. Ja, guck mal, 50 Knochen. Als ich auf den Screen kam, hat es nur einmal kurz geblinkt. So. Das sind, glaube ich, so Böden, die einbrechen. Ja, aber ich kann mich trotzdem auch durchbuddeln. Muss nur... Aua. Aufpassen. Ah, Hilfe, der Schleim. Ich will nicht an dem Schleim sterben. Oh, ist das cool. Entschuldigung. Ich feiere es zu sehr. Schon wieder. Wie gesagt, ich habe es gesehen, ich musste sofort spielen und oh, dann habe ich die Demo gesehen. Und ich freue mich so sehr, dass das auch einfach funktioniert hat. Dass Leute einfach immer so nett sind. Oh. Aua. Du bist echt schnell. Hätte vielleicht die Äxte hernehmen sollen. Will ich Kisten zerstören? Oh, ich habe einen Heiltrank genommen. Ja, ich glaube, ich hau die kaputt einfach. Ja, warum nicht? Ist das eine Wand? Nee. Da hier rüber und da oben können wir den Block öffnen, ne? Ja, genau. Wie der Schlüssel verkehrt herum eingesetzt wird. Was ist das denn? So. Kann ich dir einen Stein auf den Kopf werfen? Ja, der macht doch Giga-Damage. Okay. Aua. Da muss ich vorsichtig sein. Oh, was ist da denn? Ist doch nett bestimmt, oder? Eine dicke alte Maus. Totengräber oder so, ne? Ja. Mrs. Zotsby. Durch den Matsch zu graben. Schrecklich. Die Gruft ist voll, haben sie gesagt. Kannst du das glauben? Wenn ich mein restliches Leben damit nur verbringe, Gräber zu schaufeln, kann ich mal alle davon finden. Das werde ich den ganzen Tag brauchen bei der Geschwindigkeit. Okay, kann ich dir irgendwie helfen, Gräber zu schaufeln? Ich meine, ich kann buddeln.
Oder kann ich in die... Oh, guck mal. Ja, ich kann den Matsch von den Gräbern wegmachen für dich. So darauf auszugraben? Du bist ein Hollower, oder nicht? Gibt noch ein paar weitere Gräber, wenn du dich nützlich fühlen willst. Okay. Also können wir dir einfach helfen, die... Oder, ja, vielleicht ist auch einfach so ein Mini-Tutorial von wegen, hey, du kannst dich eingraben. Der Schleimel da macht mir schon wieder ein bisschen Angst. Hier kann ich nur durch. Ach, weil da... Ist das hier Boden, wo man nicht graben kann? Doch. Ah, okay. War aber nur dumm. Das war meine Schuld. Okay, ja, dann looten wir mal hier ein bisschen. Vielleicht kriegen wir was, wenn wir alle Gräber auf der Map hier machen. So, Rest Axt. Jawohl. Ach, ich kann sogar die Items zu mir herpeitschen. Oh, das mit dem Eingraben ist so cool. Oh, ja. Meine Sprungdistanz sollte ich trotzdem nicht überschätzen. Oh, da hat's geblitzert. Geblinzelt. Geblitzt. Ah, hier unter den Bäumen kann man bestimmt durch, ja. Genau. Ein bisschen Vorsicht, kommt die auch nicht an mich ran. Trink mal kurz einen Heiltrank. Ja. Ah ja, nochmal 100 Dust gefunden. Bone up! Ah, ich habe 600 Knochen. Jetzt kann ich theoretisch Verteidigung nochmal leveln. Aber wenn ich weiterspare, kann ich auch Angriff erhöhen. Die Effektivität von meinen Seitenwaffen erhöhen. Oder, 1000 Bone Stone bekommen. Okay. Delay Level up. Bones will not be spent. Ja. Warten wir mal auf Angriff. Attack ist immer wichtig. Guck mal, hier waren schon wieder 70 Bones. Der wird sowas von gesteint. Jawohl. Ach, ich kann es auch mit der Peitsche einfach wegmachen, das Zeug. Ist hier ein Geheimgang? Ja. Cool. Das sind ein bisschen viele Stacheln. Und ein Grab. Eine Muschel. Oh. 100. Bone up. Nee. Will weiter sparen. Okay, das ist so ein kleiner Dash. Oh, guck mal, ist ein Skelett lebendig geworden. Oh, das ist ein Geldskelett. Yo. Bone up. Nein, ich will Damage. Brauche mehr Damage. Oh, das war schon cool. Bone Up ist halt auch einfach ein cooler Begriff. Wir haben eine Blume gefunden. War bestimmt Heilung oder sowas. Die Gräber bleiben auch ausgegraben. Das ist auch cool. Ja, es spielt sich so gut. So, komm, jetzt einmal Damage. Zack. Knochen ausgegeben. Schlüssel habe ich noch nicht. Ich leuchte rot, weil ich irgendwas wahrscheinlich geschafft habe. Ach, guck mal hier. Wirkt auch wieder geheimer. An die Stelle habe ich im Trailer gesehen. Noch mehr Bone Dust. Hier kann man sich da unten durchgraben. Ja. Was kriegen wir hier? Lace Glove. Increases Attack Power by one level. Ah. Den können wir dann bestimmt in der Basis ausrüsten. Cool. Ich mag schon wieder sehr, wie viel so versteckte Wege und sowas hier unterwegs sind. Und so ein Friedhof ist als erstes Level auch lustig. Ja, ich hoffe vielleicht, dass beim Kickstarter noch irgendwie so ein Korb oder sowas erreicht wird. Weil es gibt ja noch immer diese Stretch Goals. Und das wäre schon cool. So, dann nehmen wir den Schlüssel hier mit. Und dann gehen wir hier runter. Wollen wir hier runter? Keine Ahnung. Wir können zum Gruftwächter mal gucken. Hat ja viel ausgebuddelt. Ja, er danced. Guck mal, er freut sich schon. Was du hast, der alle Gräber ausgegraben hat? Mein herzlichen Dank. Jetzt ist es mein Zug. Ruhe in Frieden. Gravekeeper's Jug. Erhöht die Menge von Plasma, die man pro Angriff bekommt. Ich habe noch kein Plasma. Kann ich hier hochhüpfen? Nee. Achso, ich kann nur von der Seite aus runterhüpfen. Ja, ich verstehe. Okay, jetzt nehmen wir den Schlüssel hier ein. Kann weitergehen. Yo, riesiger Knochendude. Ja, mit ein bisschen Abstand können wir den schön wegcampen. Auch 100 ist nice. Gibt es immer wieder mein... Ah, ich komme jedes Mal zum Versteck, wenn ich hier reingehe. Das ist cool. So, und hier habe ich jetzt meine neuen Sachen auch, ne? Ja, guck mal, jetzt kann ich meinen Attack um ein Level erhöhen. Dafür grabe ich kürzer. Ein Attack mehr. Aber nur Angriff und Verteidigung. Ja, Waffenkiste ist zu. Ah, wie cool ist denn schon die Demo?
So, wir gehen einfach mal ein bisschen schneller hier durch. Boah. Muss ja nicht jede Kleinigkeit aufheben. Auch wenn ich es gerade gerne würde. Ich weiß ja, dass ich es eh nochmal irgendwann spiele. Dieser Vogel, ne? Danke. Dann habt ihr auch selber noch genug Überraschungen später, wenn ihr es auch selber spielen wollt. Oh, du da mit diesem hasserfüllten Blick, denkst du etwa, ich bin ein Plünderer? Alles, was ich entdecke, ist nur für das Nationale Museum. Oh, wie edel von dir. Ich war, seit ich hier im Kind war, nicht mehr im Nationalen Museum. Mit meiner Cotillion Group. Also, wahrscheinlich mit Geschwistern und so, oder? Keine Ahnung. Oh, dann ist dringend ein weiterer Besuch vonnöten, sobald ich die Kronjuwelen der Duchess bekommen habe. Ich glaube auch einfach irgend so ein royaler Begriff. Herzogin oder sowas. Okay, ja, wir kommen da drüben nicht weiter, weil wir noch nicht weit genug hüpfen. Dann gehen wir mal ins Foyer. Hier kann ich wieder... Okay, das ist einfach echt immer die Base. Und ich werde sogar geheilt, wenn ich da reingehe. Cool, ist bestimmt auch ein Checkpoint dann. So, erstmal hier... Oh, guck mal, Messer. Wie sehen Messer aus? Ja, oh, das fliegt sogar zurück. Das gefällt mir. Okay, aber wenn es gegen eine Wand kommt, dann kommt es nicht zurück scheinbar. Das kriegen wir hin. So, hier liegen unzählige Seelen, die ruhen. Alle, die eintreten wollen, passet auf, denn irgendwann läutet die Glocke auch für euch. Okay. Hoffentlich nicht bald. Au, nein, nein, ah. Ah, gut. Das bauen sie aber hier direkt da unten drauf. Zu doof für so einen Einfeldsprung. Ich höre irgendwas. Ah, danke. Was habe ich hier rauszugehen? Jetzt bin ich wieder... Oh, da habe ich es gerade glitzern sehen. Ich habe irgendwie so einen Tropfen gehört auf der linken Seite. Deswegen habe ich gemerkt, dass da was ist. Cool. Auch, dass es dann nochmal nach draußen geht und dass die Musik dann direkt so losvibet. Ach, guck mal, da ist ja auch... Ist die andere Seite dann. Nee, das sind aber nur Töpfe. Bone up! Ja, gib mal Verteidigung. Wenn es schon das günstigste ist. So. Ja, sonst ich kenne Seitenausgang. Dann gehen wir mal runter in den Tempel. Crypt Entrance. Ja, später wird die... Oh, guck mal, ich kann die Pfeile aber zurückpeitschen. Später die Folge... Was habe ich mir gedacht? Ich habe mir nicht gedacht, dass der auf mich lossprintet, wenn ich da bin. Bisschen schwer, die Pfeile abzuhalten und gleichzeitig ab und zu einmal da hochzupeitschen. Aua. Aber jetzt ist er weg. Und ich habe hier Heiltränke. Dass man Heiltränke hat. So ungewohnt für so ein Zelda-Style-artiges Spiel dann. Guck mal, wie cool. Ich kann die Falle einfach gegen ihn verwenden. Ja, wenn es zu anstrengend beim Zusehen übrigens ist bei so einem Spiel, macht einfach das Fenster irgendwie kleiner oder so, ne? Umso kleiner, umso angenehmer sind Pixel-Spiele natürlich aus. Aber ich muss sagen, ich spiele es ja hier gerade auf meinem Monitor und es sieht voll in Ordnung aus. Spielt sich sehr gut. Aber wer weiß, manche Leute haben ja immer beim Zusehen bei Sachen Probleme. Deswegen wollte ich euch nur Alternativen anbieten. Mich selber stört es gerade gar nicht. Bin sehr happy, wie es ist. So, mit dem Schlüssel kann ich auch wieder nach unten. Ja, was ist das? Ah, ich verstehe. Da hüpfen wir dahin, grab mich ein, dass ich den Pfeil ausweiche und dann können wir dahin hüpfen. Okay, man kann auch aber direkt durch. War ein bisschen unsicher. So, wir nehmen auch mal einen Heiltrank, weil ich halb tot bin, ne? Musik hier auch richtig am Viben. Ja, guck mal, ich grab mich einfach hier unten durch und es hat den Gegner für mich getötet. Ich bin aber nur happy mit dem Spiel. Axt? Ja, Axt macht wahrscheinlich mehr Schaden, aber ich würde gerne die Messer haben. Die 40 Stück, die ich scheinbar werfen kann. Die Axt explodiert so schön im AOE. Also eigentlich bin ich auch ein Axt-Fan. Ich erinnere mich auch an so einen Zelda-Tempel, die Dinger. Gab's ja, glaube ich, da auch. Das ist doch schön, dass man so ein bisschen Inspiration nimmt an Zelda und dann so, aber so viele eigene Ideen wie dieses Eingraben und die Peitsche und das Heilsystem, was man aus anderen Spielen kennt und so. Ach, guck mal, die brüchigen Steine kann man kaputt machen für extra Zeug. Ah, und die blauen Flaschen, die ich da die ganze Zeit sammle,
Die erhöhen meine Seitenfähigkeit von der Zahl, wie oft ich die einsetzen kann. Auch, dass man danach springt. Oh. Au. Ja, erstmal kurz den Vogel loswerden. Ja. Danke. Habe ich das Messer selber nochmal weggeschlagen? Oh mein Gott. Guck mal, ich kann es einmal einsetzen und zu peitschen. Natürlich kann ich das, aber das ist super cool. Das mag ich. Dass da so Sachen miteinander interagieren und neue Möglichkeiten einbieten. Wie sieht man einfach da drüber springt über das ganze Zeug? Will ich hier in die Grube laufen? Ah ja. Bisschen Secret Stuff. Ja, auch nochmal ein Base. Ach, guck mal, es hat sogar geleuchtet beim drüberlaufen. Wahrscheinlich, um dann Heilung zu aktivieren. Man muss also sich nicht eingraben. Aua. Oh, Stuff. Ich war gerade komplett überfordert. Hallo? Mitten? Was bist du denn für ein Matschmonster? Wo bin ich? Ich kann mich nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Was ist dieser fürchterliche Gestank? Ich kann nicht mal gerade denken. Du bist das, oder? Du scheußlicher Gestank nach Tod. Gammeliges Fleisch. Wochenalte, abgelaufene Milch. Du stinkst. Das ertrage ich nicht. Ich brauche Luft. Ich gehe aufs nächste ins nächste Stockwerk. Okay, tschüss. Ich glaube, du bist das selber. Bro. So, jetzt kann ich hier theoretisch auch wieder runter. Ah ja. Ja, aber jetzt holen wir uns noch das da oben. Gleich. Kann ich da einfach drauflaufen, um mich zu heilen? Nee. Wahrscheinlich, wenn ich mich runterbuddel. Bone up! Ja, Seite am Schaden erhöhen. Warum nicht? Hab ja richtig viele. Dass es auch so viele Möglichkeiten gibt. Weißt du, ich könnte ausweichen, ich könnte zurückpeitschen, ich könnte mich eingraben. Big Fan. Immer noch. Aua. Ich könnte einfach reinlaufen. Ach, der Gegner da drüben drückt die ganze Zeit die Fallen. Ich sehe es, so ein Lümmel. Ja, und da war ein X drauf. Deswegen habe ich gesehen, dass ich den zerstören kann. Und spare mir den nervigen Weg da auf die rechte Seite. Aber ich will Loot. Deswegen gehen wir doch dahin. Oh, ich wollte mich nicht heilen. Ich wollte den Wurf besser machen. Einfach um den Typen loszuwerden. Okay, da sieht's aus, als könnte ich mich reingraben. Ja. Matchbound Dust. Oh, 250 war das oder so, ne? Cool. Kann ich den zerstören? Nein. Ich kann ja nicht dran vorbeilaufen, wenn ich sehe, ne? Ich muss ja hier alles mitnehmen. Ich will zu einem Boss kommen oder so. Dann wäre ich, glaube ich, zufrieden. Oh, cool. Ach, das ist derselbe Gegner von vorn, aber wir haben seine Beine jetzt gesehen. Auch, dass man die Beine einzeln kaputt machen muss. Die... Ah, du guckst mir hinterher, das ist... Das macht dich mad, aber ich bringe deinen Kopf zu der anderen Seite. Und es öffnet mir die Tür. Cool. Okay, dass die eine mad wird, hatte ich nicht erwartet, aber dass ich das zurückbringen kann. Du bist ein nettes Krokodil scheinbar. Hallo. Ophido. Ophidio. Wie viele coole Charaktere einfach hier in der Map rumstehen. Erwartet man gar nicht in so einem Dungeon. Mal hypothetisch gesagt. Wenn du jemanden umbringen wollen würdest, wäre eine Gruft nicht der beste Ort? Ich denke nur laut. Ignoriere mich einfach. Übrigens, hast du einen Typ mit einem roten Schal gesehen? Ist es ein Schal? Heißt Schal Schal? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn irgendwie nirgendwo finden. Ja, ganz komisch. Der hat ja nichts Auffälliges vor. So ein netter Geselle. Statue Head Hall. Da klingt ja schon super. Ja, gehen wir hier oben lang. So. Dann machen wir jetzt so und graben uns hier drüber. Oh, da ist ein Loch gewesen. Das habe ich nicht gesehen. Aua. Ja, ich tank einfach mal kurz. So. Danke für den Bone Dust. Und dann heilen wir uns. Ich kann mich nicht heilen. Ah, durch... ich verstehe. Das Heilungssystem hat eine Bedingung. Hier fehlen Statuen. Ja, zwei Stück. Und du bist ein Händler? Weil ich dich im Trailer schon gesehen habe. If you come to call a Puppets Humble Shop, yes.
Verringert Knockback, wenn man getroffen wird. Oder ein Schlüssel. Ich kaufe einen Schlüssel mal von meinem Knochen. Ah, die Knochen sind auch zum Shoppen da. Das ist ja wirklich Dark Souls. Nein, ich möchte das. Jo, guck mal. Mein Wurf hat normal nicht gereicht, aber ich konnte das hier peitschen und dann habe ich mehr Range bekommen. Habe ich eigentlich ein Limit, wie viel ich haben kann? Nee, ne? Ich verliere nur immer, wenn ich die Axt aufhebe, 5 Stück. Oder gesagt 10. Nice. Das ist auf jeden Fall einer der Köpfe. Der Weg sieht schon sehr unangenehm aus. Ich muss mal darauf achten, dass wenn ich Schaden mache, ob ich mich dann heilen darf. Ich glaube, so funktioniert das. Guck mal, ich kann auch gemütlich hier oben lang gehen. Muss ja gar nicht hier da so beim Pfeil direkt lang. Ja, guck mal, jetzt darf ich mich heilen. Ah ja. Aua. Okay, er hat einen sehr großen Radius. Und hat scheinbar so ein Dash? Ja. Schrecklich. Aber wir sind ihm willkommen. Vorerst. Eins. Ah, okay, der folgt mir auch über Screens. Dann kannst du mal dashen oder sowas. Okay. Okay, er geht nicht direkt auf mich drauf. Das ist wenigstens ganz angenehm. So. Einen davon haben wir weg. Und hier auf der... Halt. Das Glitzern haben wir alle gesehen. Alles oben drauf. Moment. Aber ich habe den Tunnel gesehen. Nice. Nochmal 100 von dem Zeug. Ja, guck mal, ich könnte mir halt locker noch ein Level holen. Ah, man kommt da raus, aber nicht rein. Okay. Aber... Nö. Spiel mal so, wie wir sind. Soll ruhig ein bisschen schwerer sein. Auch, die waren einfach ultra nett, ne? Ich habe ja einfach nach so einem Key halt gefragt und die hat mir... Ich habe einfach einen Key bekommen. Und keine Bedingungen, kein gar nichts. Die haben mir einfach einen Key gegeben. Also mache ich einfach selber so, wie ich meine. Und das volle Spiel wird halt so gegönnt. Hier ist wieder Matsch. Ist hier wieder Stinkemann? Ja. Plus 5. Minus 5. Ah ne, aber es war 50 das Maximum scheinbar auch. Bridge Weaver. Das ist eine Spinne. Beschwört automatisch kleine Spinnen, die Netze für dich spinnen, wenn du über Gruben läufst. Ah, cool. Dann kann ich nirgendwo runterfallen. Aber wahrscheinlich nur bei so ein Loch großen Sachen. Ich wollte mich nicht heilen. Ah, das war so ein Geldtypi. Ich war gerade so, hä, den kenne ich doch. Ich habe zu lange gebraucht und hat einfach einen Samurai-Tod gewählt. Was? Nicht du schon wieder? Was für ein fauler Geruch verfolgt dich hier? Ich kann's schmecken. Ich kann davon nicht wegkommen. Ich muss mich noch tiefer verstecken. Ah! Okay. Ah, cool, dass es auch immer mit so einem braunen Matsch markiert ist, wo der ist. Dass man den so richtig easy findet. So, und hier waren wir ja vorhin. Dann können wir jetzt auch hier schön gemütlich hoch. Ah, die können sich auch reinbuddeln. Okay, hier haben wir ein Problem. Sobald ich das aufhebe... Muss ich mich beeilen. Au. Ah, und wenn ich runterfall... Ja, jetzt ist alles doof. Okay, dann müssen wir einfach gleich drüber springen. Machen wir so. Ja. Wie viel schwerer ich es mir gemacht habe, weil ich beim ersten Mal getroffen wurde von diesem grünen Kopf. Halt, ich wechsle Screen. Kriegst mir nicht. Ah, guck mal, wie er sogar kurz langsamer wird, wenn man Screen wechselt. Voll nett gemacht. So, einmal umkreisen lassen. Der Weg ist aber kürzer. Der andere war da nerviger. Goodbye. Oh mein Gottes Willen. Machen wir erstmal die da weg. Aua. Mir geht's nicht so gut. Ich nehme mal einen Schluck schon mal. Ja, meine Lebensleiste wird länger, wenn ich die treffe. Das ist cool. Ach, die bewegen sich gegenseitig. Okay. So, jetzt heilen wir das da. Das ist cool. Man kann einfach selber durch Gameplay entscheiden, wie viel Heilung man bekommt.
Das geht nicht kaputt. So, und jetzt können wir nochmal den Jungen hier vermöbeln. Aber braucht auch kein Geld mehr. Also man kann halt kein Geld farmen dadurch. So, Schlüssel habe ich sogar noch einen über. Das ist cool. Und wir gehen noch ein Stockwerk tiefer. Ein Skelett mit einem roten Schal. Sieht aus, als wäre er angekettet worden. Und ihm fehlt irgendwie ein Kopf. Aber das hat ja das Krokodil gesucht. Ah ja, hier eine Base. Finde ich gut. Ah, in den heißen Quellen regeneriert man einfach. Verstehe den Sinn des Ortes mehr. Au, au, au. Au. Vögel. Ja, ich gebe mich nicht heilen, ne? Dann leben die bestimmt alle wieder. Hier ist Matsch. Ah, da ist hier schon Loch in der Wand. Der Raum ist sehr groß. Ich glaube, er wird gleich mad und kämpft gegen uns. Aber er ist halt irgendwie nochmal siffiger geworden, ne? Ne, Geld will ich ja nicht holen. So, hallo. Hör auf mich zu verfolgen. Ich kann deinen... Gangrus. Also, ich freue mich auf eine deutsche Übersetzung auf jeden Fall. Ich kann dein unaushaltliches Aroma für keinen weiteren Moment aushalten. Ich werde krank. Wie kannst du überhaupt so rumlaufen, während du so riechst? Sorry. Danke! Jetzt wasch dir endlich den Gestank ab, du stinkst wie Müll! Okay, jetzt sage ich ihm, dass er es ist. Aber du bist das. Was? Wie kannst du es wagen? Das reicht! Okay. Ich kann seine Stinkefliegen angreifen. Ist cool. Ach, der hat sogar eine Bossleiste da unten, sehe ich gerade. Heil mich mal kurz. Yo, Messer, insane halt. Tja, wer stinkt jetzt? Das fühlt sich richtig an. Vielleicht kommt der Gestank doch von mir nach all dem. Es ist echt schwer zu sagen, wer in diesem Ort überhaupt tot ist und wer nicht. Ich ruhe mich hier eine Weile aus. Aber bitte, nimm ein Bad. Run faster for a short time after attacking in... Oh, wenn ich einen Feind angreife, laufe ich kurz schneller. Super cool. Und super coole kleine Questreihe. Und der Typ ist lustig und nice. Ja, hier war doch eine Base, oder? Ja. Warte mal, da gehe ich kurz nochmal hin. Tschüss, Verteidigung. Schneller laufen. Kann er sich hier ausgraben? Kann er, ja. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Ganz kurz diesen Dash. Na, wir sehen es ja gleich nochmal genauer. Da, guck mal, wenn ich den jetzt... fancy. Da, ui! Haben wir mal kurz so einen Speed-Mode. Das stelle ich mir für Bosskämpfe halt ganz praktisch vor. Einmal reinhauen und dann so schnell sein. Das graben wir auch mal aus. Kann ich so in der Luft eigentlich mein Messer werfen? Nee. Okay. Oh, ich muss mich eingraben. Ich hab's tatsächlich nicht mit dem Hintergrund unterscheiden können, aber das ist heller. Meine Schuld. Nehmen wir Äxte mit? Axtgang? Ich mag das schnelle Laufen tatsächlich nicht, weil es ungewohnt für mich ist, dass mein Tempo unterschiedlich ist. Verrückt. Aber theoretisch ist es eine gute Sache, wenn man damit klarkommt. Ja, die macht halt schon gut Schaden. Ich bin so schnell, ich laufe in Wände rein. Mehr Verteidigung, ja. Ach, guck mal, dadurch habe ich auch HP bekommen. Das ist nett. Ja, wir entrüsten es mal wieder beim nächsten Spot. Wie komme ich hier rüber? Kann ich hier so... Ach, man kann da so unten durch. Das wollte es mir bestimmt auch beibringen mit dem Ort. Da habe ich noch einen Schlüssel für. Ja, ich wollte keinen Heiltrank nehmen, ich wollte meine Axt werfen.
noch ein bisschen doof, was meine Taste angeht. Oh, guck mal, da ist irgend so ein Typi. Wie es auf einmal so 2D wirkt hier, ne? Oh, da oben ist Stuff. Kann ich so auch hochklettern? Ja, cool. Perfekt. Aua. Perfekt auf die Stacheln gehüpft, meine ich natürlich. Oh, so cool. Besonders dann gibt es dann wieder irgendein New Game Plus oder noch irgendwelche DLCs, wo man als andere Charaktere spielt. So, dann hüpfen wir daran. Hüpfen wir hier rüber. Und für den Typ müssen wir eh auf der anderen Seite runter. Hier sind Säulen im Weg. Sehe ich jetzt erst. Wie sie kurz die Ärmel wegkrempelt zum Klettern. Hallo, Typi. Was hast du denn für ein römisches Gesicht? Möge Lob meinen Erretter treffen. Aber meine große Liebe fehlt mir noch. Meine Liebe wartet in diesen Hallen. Oh, hallo. Hilf mir bitte mit dieser Quest. Okay. Oh, du folgst mir. Oh. Okay. Ja, dann beschützen wir dich irgendwie. Du kannst dich wahrscheinlich nicht eingraben. Kannst du hüpfen? Nein, kann er auch nicht. Okay, ich verstehe schon. Wir müssen den Boy protecten. Aber er läuft ein bisschen schneller, wenn ich schneller laufe. Hoffen diese Beine echt einfach random? Vorhin wirkt es so, als hätten die echt gezielt versucht, mich anzugreifen. Jo, der Explosionsradius davon ist super cool. Und peitschen. Ja. Sollten wir kurz Zeit haben. Sehr schön. Dann wollen wir dahin. Und dann davor weglaufen oder so. Ah! Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Hab dich. Okay, man muss ihn dann wieder einfangen. Der wäre mir fast runtergefallen, der Junge. So, hier ist eine geheime Wand. Halt. Komm nochmal mit. Danke. Habe ich gerade noch gesehen. So, ja, deine Liebe müsste ja da oben sein, oder nicht? Ist das deine Liebe? Na, ich habe nur einen Kopf. Ha. Er kann natürlich jetzt auch in einem versteckten Raum oder so sein, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall einen Kopf mitgenommen. Den brauchen wir bestimmt oben. Vielleicht ist es der Kopf vom Boss? The Duchess. Yep. Okay, einfach erstmal draufhauen. Hier sind überall Fallen. Die kann ich theoretisch natürlich auch für mich nutzen. Wenn ich nicht komplett outplayed werden würde. Ja, mit dem Eingraben bin ich echt cool, oft sicher. Die coolere Dodge-Roll. Ja, easy. Ja, auf erstmal einen Schluck trinken. Wie die ganze Pfeile kommen, weil sie auf dem Knopf stirbt. Alles okay? Oh mein Gott. Ich habe mich gerade gewundert, was dauert denn hier so lange? Will ich den Kopf töten oder will ich den Körper töten? Ich geh mal auf den Körper. Oh mein Gott, ich kann die Knöpfe umlegen. Ich habe nicht mehr so viele Äxte, aber die hat auch nicht mehr so viel Leben. Ja. Puh. Ja, war cool. Richtig cool. Die zweite Phase hat mich auch echt überrascht. Sind das alles Knochen? Ja, Bone Up. Ja, aber sowas von Bone Up. 250 die großen Knochen. Und es regnet Rosenblätter. Ach, das ist so eine Riesenrose. Das erhöht mein Leben? Health Upgrade. Dass Rosen für Leben stehen in dem Spiel. Auch cool. Ja, dann ist es auch Heilung, die da aus den Ecken rauskommt. Ach, dann kann man sich heilen beim Bosskampf. Ja, das ergibt Sinn. Hast du deine große Liebe gefunden? Wie soll ich das übersetzen überhaupt, was der hier sagt? Long I sought a key to yonder door. Follow if you may, beyond this jump. Ich weiß nicht mal, was jump ist. Wahrscheinlich seine Liebe. So lange habe ich noch dieser Tür hier mich ersehnt. Folget, wenn ihr euch traut. Keine Ahnung, so irgendwer. Das ist eine leere Gruft. Wo ist sie? Ja, er freut sich, dass er sie nochmal tanzen sieht.
eine letzte Nettigkeit möchte ich von Ihnen noch verlangen. Bitte legen Sie den Deckel auf meinen Sarg. Wie er reinkrabbelt. Blub, 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 blub. Seal the Duke into the... Ja, hier rein damit. Achso, also der Boss war seine Frau. Ich verstehe. Und er möchte jetzt in die Gruft gelegt werden. I thank you once again, oh Hollower. I now retire to joyous solitude. Erhöht eine kreisförmige Explosion, wenn du vom Graben rausspringst. Das klingt doch stark. Bone up. Seitarm? Nö. So, dann gehen wir mal raus. Gucken wir mal. Thanks for playing. Ach, guck mal, das war die Demo. Ist doch nicht so lang, wie ich dachte. Wir haben 9 von 10 Trinkets gefunden. Wahrscheinlich an der einen Stelle, wo ich einfach abgebogen bin. War es vorbei. Dann gönnt euch den Kickstarter. Die Demo wird es bestimmt vielleicht auch nochmal öffentlich geben. Ich weiß es aber nicht genau. Kann ich nichts versprechen, nichts sagen, weiß ich nichts. Aber, ja, hier könnt ihr das auch scannen mit eurem Handy oder so, wenn ihr gerade am PC guckt. Ansonsten minadehollower.com und unterstützt bitte das Spiel. Wie cool ist das denn? Ihr kriegt nochmal das Intro zum Spiel. Gucken wir uns nochmal an. Das habe ich am Anfang geskippt, weil ich erstmal direkt ins Gameplay wollte. Ja, guck mal, einfach Bloodborne, Zelda, Metroidvania, Castlevania, alle Spiele. Also so mit dem Heil hat man auch noch nicht gesehen, dass man Schaden machen muss, um mehr Heilung zu bekommen durch seinen Heiltrank. Finde ich echt ultra cool. Und Pixelart ist cool und die Musik ist wieder sick. Ich bin sehr begeistert. Doch, gefällt mir immer noch ultra gut. Der Trailer hatte mich ja schon instant überzeugt. Ja, ich habe das Spiel unterstützt, so dass mein Name im fertigen Spiel auf jeden Fall auch taucht. Aber das machen, glaube ich, sehr, sehr viele. Aber es wird dann irgendwo so einen Raum geben mit ganz vielen Namen und irgendwo steht dann Zombie. Dann könnt ihr mir Bescheid sagen, wenn ihr das findet im Hauptspiel. Ja, und wenn ihr selber auf Kickstarter unterstützt, dann ne, könnt euer Name auch da sein. Aber ich will hier niemanden zu irgendwas überreden. Sondern, wenn es euch gefällt, macht einfach sonst nicht. Auch cool. Ich wollte euch das Spiel nur mal zeigen. Weil ich finde es super cool und unterstütze gerne alles von Yacht Club Games. Weil die einfach nur gute Spiele bisher gemacht haben. Und da sind wir im Hauptmenü. So einfach ist es. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Hallo. Ach, kann man hier direkt in die Basis eigentlich? Na, guck mal, wenn man smart ist, kann man direkt in die Basis gehen. Das wusste ich ja dann noch nicht, was das Feld ist. Verrückt. Gibt es hier irgendwelche Siege zum allerersten Raum? Ich glaube noch nicht. Nee. Aber gut, Leute, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Vielen, vielen Dank an Yacht Club Games, dass ich die Demo zeigen durfte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.